Hallo und willkommen zurück zu Lufia. Beim letzten Mal haben wir ja schon den ersten Dungeon kennengelernt, den ersten Boss vermöbelt. Und ja, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt die nächste Woche mit Lufolge raushau, gebe ich euch mal ein bisschen neues Material zu Lufia. Weil mir ist aufgefallen, Lufia kommt relativ gut an anscheinend. Und warum dann nicht das Projekt ein bisschen mit in den Vordergrund rücken? Baphomets Fluch wird auf keinen Fall links liegen lassen, im Gegenteil, ich werde da auf jeden Fall weitere Folgen raushauen. Es wird auch natürlich abgeschlossen, keine Frage, es wird auch der Nachfolger kommen. Aber erstmal machen wir hier und da ein bisschen Lufia zwischendurch. Würde ich sagen, da wir gerade eine Mission erledigt haben, reden wir auch wieder mit den Dorfbewohnern. Da wird bestimmt wieder was Neues sein. Wohin du auch immer gehen magst, gedenke meiner Worte, sie werden dir von Nutzen sein. Du hast den Schlüssel gefunden? Hab Dank. Lass uns Natarika aufbrechen. Nettie brach Natarika auf. Noch immer lauern dort Dämonen. Ich hoffe, es geht ihr gut. Danke, Maxim. Du hast uns sehr geholfen. Ich hörte, dass Tarika wieder und wieder vom schweren Erdbeben erschüttert wird. Außerdem scheint sich dämonische Präsenz in der Seehöhle verstärkt zu haben. Was geschieht nur? Okay, also wir werden Natarika müssen. Wir können zwar nach Tarika gehen, doch die Kreaturen der Nacht lauern dort immer noch. Gut gemacht, Maxim. Du bist ein würdiger Vertreter der Dämonenjäger. Man sagt, Tarika bebt die Erde. Das haben wir jetzt schon öfters gehört. Wenigstens haben wir keine Dämonen mehr zu fürchten. Wer weiß, wie lange noch. Ja, sehr gut. Jetzt kann Nette endlich nach Tarika reisen und Tee einkaufen. Wie schön. Ich würde mir eher Sorgen machen, weil es da wohl momentan nicht so gut aussieht. Ja, ansonsten wird hier nicht viel sein. Was haben wir denn eigentlich an Geld? 428. Da würde ich sagen, holen wir uns erstmal neues Equipment. Ich wusste, dass du die Kreatur. Ich wusste, dass du die Kreaturen besiegen würdest. Die hat sehr besorgt ausgesehen. Ach, schauen wir mal nach der lieben Tier. Maxim, dem Herrn sei Dank, du lebst. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass etwas geschehen sei. Weswegen? Naja, ich hatte das Gefühl, dass du von hier weggehen würdest. Ich bin ein Dummchen. Es ist nichts, vergiss es. Was kann ich dir heute anbieten? Na, wenn sie wüsste. Ein Degen? Rüsten wir natürlich direkt aus. Sehr schön. Tablett, das wird wohl als Schild da genutzt werden. Das Obstmesser verkaufen wir. Bisschen was kaufen wir, aber den Rest Gold würde ich sagen, behalten wir erstmal. Wir wollen ja auch die Zauber noch nach und nach kaufen können. Gucken wir mal, ob wir uns schon irgendwas leisten können. Der Starkzauber kostet 200. Ich glaube, ja, wir machen das einfach kurz. Wir machen hier gerade mal ein bisschen Zufallskämpfe und sammeln mal uns eben kurz die 200 Goldmünzen zusammen. So ein Heilzauber ist nämlich nicht verkehrt. Relativ wenig Zufallskämpfe, aber naja. 5 Goldmünzen. Okay, also ein paar Kämpfe mehr brauchen wir anscheinend. Aber das kriegen wir relativ schnell zusammen. Ja, mittlerweile sind wir schon so hochgelevelt, dass uns die normalen Gegner hier auf der Karte überhaupt keinen Schaden mehr machen. Ah, ja, ein Kampf noch, dann haben wir's. Den kriegen wir auch bestimmt auf Rückweg. Sehr schön. Dann kaufen wir mal unseren allerersten Zauber. Ein kleiner Heilzauber.
3 MP, das geht. Das heißt, wir brauchen insgesamt jetzt noch 500 Goldmünzen, um die restlichen zu kaufen. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht hier auf die Schnelle gefarmt kriegen. Dafür geben die Gegner zu wenig. Na, den Text hatten wir ja gerade schon. Okay, also es bringt auch nichts, von der anderen Seite aus angespricht. Na, das ist gemein. Wir können ihr noch nicht mal sagen, dass wir wirklich gehen wollen. Na, 4 Goldmünzen haben wir noch. Das wird bestimmt nicht reichen, um uns hier einmal voll zu heilen, oder? Weil immer du erschöpft fühlst, kannst du dich hier ausruhen. Möchtest du? Kostet nicht mal was, sehr schön. Gut, dann sind wir schon mal voll geheilt und würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Ah, von der Musik kriegt man auch einfach nicht genug von dem Spiel. Na komm, den kleinen Scheiß braucht man jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Der gibt eh nichts mehr. Wie fies, wir haben ja immer noch den Schlüssel. Okay, da haben wir eine Stadt, das sieht mir aus wie ein Dungeon. Moskitos, auch wenn die eher aussehen wie Scheiß ausfliegen. Vampirkuss, das saugt doch bestimmt Energie ab. Oh, noch schlimmer, das saugt MP ab. Geben auf jeden Fall gut Geld und Erfahrungspunkte. Okay, hier ist auch noch ein Dorf. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier ins kleine Dorf. Ah, Tarika. Holla, die Waldfee. Hier war ja gerade ein Erdbeben. Wow, dieses Erdbeben war enorm. Wäre mir nie aufgefallen. Oh, hier ist wieder ein Zauberhändler. Mal sehen, was der hier anbietet. Narkose und Serum und Tropfen. Okay. Kleine Wassertropfen fallen auf die Gegner. Okay, das ist ein Angriffszauber. Eine Verzauberung für Gegner, dass sie einschlafen. Okay. Schon mal gut zu sehen, dass die Zauber auch weiterhin anscheinend zu kriegen sind in anderen Shops. Hier ist wohl ihr Speichern. Mein Großvater behauptet, dass ein großer böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist sehr schlau. Großer böser Fisch. Okay. Ich kann dir von den Geheimnissen der Schlacht erzählen, über ZP, okay. ZP sind Zornpunkte, die man benötigt, um die Kräfte des Zorns zu beschwören. Wirst du von einem Gegner getroffen, steigt dir deine Wut. Dies wird in CP, ZP angezeigt. Manche Waffenrüstungen verfügen über Kräfte des Zorns. Die ZP aktivieren die Kräfte. Das Kampfmesser und der Minirock verfügen über eine ZP-Attacke. Um gegen die Gegner zu bestehen, solltest du die ZP-Attacken deiner Gegenstände kennen. Schau dir also immer die Beschreibung der ZP-Attacken genau an. Dein Ausrüsten solltest du danach nach den ZP-Attacken wählen, um den Gegner Paroli bieten zu können. Je besser die ZP-Attacke, desto einfacher wirst du gegen die Gegner bestehen. Wenn du einkaufen gehst, dann platziere den Cursor auf einen Gegenstand und drücke X, um eine kurze Beschreibung zu erhalten. Verfügt der Gegenstand über eine Kraft des Zorns, kannst du das Steuerkreuz nach rechts drücken. Du hast dann eine Beschreibung der ZP-Attacke. Ein guter Kämpfer kennt seine Waffen und deren Fähigkeiten. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh.
Donnerschlag, 1,5 mal stärker als die Normalattacke, wirksam gegen Gegner, die Angst vor Gewitter haben. Okay. Das Kampfmesser hat eine CP-Attacke, der Deutsch hat allerdings mehr ATK. Eine Lederweste. Okay, eine Mütze. Stirnband. Achso, können wir gar nicht tragen. Ansonsten. Schrei, was war da? Halt Verwirrung. Werden wir mal 3 kaufen und von den Aufwecken auch mal 2 Stück für Notfälle. Okay, das sieht so aus, als müssten wir bald wohl doch wieder ein bisschen grinden, damit wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Aber vorher sehen wir uns ja mal um. Wusstest du, dass ein großer Fisch die Erdbeben verursacht? Im Norden ist die Seehöhle, dort soll ein großer Fisch leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass der große Fisch in der Seehöhle diese Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm seine Märchen zu glauben. Der alte Mann spinnt, der sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend und stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will mir dies glauben. Klingt auch ein bisschen merkwürdig, gebe ich zu. Sieht mir nach Haus des Bürgermeisters aus, so von der Größe her. Oh, Entschuldigung, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr geschlafen. Diese Erdbeben, jeden Tag, das kann einen ganz schön schlauchen. Ugh, ich bin so müde, muss mich kurz hinlegen. Okay. Das Gespräch war anscheinend nicht gerade spannend. Er ist nämlich direkt weggepennt. Ah, Teeverkauf. Hier gibt es guten Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Hey Maxim, ich wusste nicht, dass du ein Tarika bist. Hallo, was wünschst du? Grüner Tee, der auf den ganzen Web beliebt ist. Okay, das scheint wohl nur so ein normaler Heilgegenstand sein. Birnensaft füllt Angriff während eines Kampfes auf und füllt HP im Menübildschirm auf. Apfelsaft 1000 führt Angriff während eines Kampfes auf und führt HP im Menübildschirm auf. 1000 Goldmünzen für Apfelsaft? Eieieiei. Ja, alles ziemlich teuer. Aber die scheinen wohl alle besondere Effekte zu haben. Wie den Angriff zu verstärken etc. Das können wir uns ja momentan leider alles nicht erlauben, da wir gerade ein bisschen knapp bei Kasse sind. Ein blauer Schleim, ein Bioblob. Ja, ziemlich robust. Na, ich fürchte, wir werden hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen leveln müssen. Okay. Die wollten wohl nicht. Ah, okay. Also erst Hebel und dann Brücke bauen. Wir werden natürlich jeden Gegner hier killen. Wir müssen dringend leveln. Und Geld verdienen. Wir sind nämlich gerade ziemlich blank. Mistiges Vieh. Die ganze Zeit aber an unseren MP am Lutschen. Na, nach dem nächsten Angriff sollten wir uns heilen. Wir nutzen mal die Zauber. Ist günstiger, als wenn wir uns jetzt mit Pots hochheilen. Oh,
Hier kriegen wir sehr schnell Level zusammen. Gegner geben richtig viel XP. Links oder rechts? Gucken wir mal links. Die ist hinüber. Oh ja, wir müssen dringend gucken, dass wir ein bisschen Level und Equipment zusammenkriegen. Ein Punkt voll Level ab. Okay, also 10 Gegner hier und wir haben hier schon wieder Level up, also ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen unterlevelt. Wir werden jetzt aber trotzdem im Ganzen ein bisschen sparsam sein mit unserem Zeug. Was steht denn hier? Der Mutige springt und findet den richtigen Weg. Das sieht hier nicht so optional aus. Wir gucken mal die andere Tür rein. In der richtigen Reihenfolge abgeschossen, öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Okay. Ich würde sagen, wir fangen links an und arbeiten uns nach rechts durch. Kleiner Blick. Sofort wäre da. Ich muss mal ganz kurz mal die Uhr holen. Ich sehe gerade, die habe ich im Nebenzimmer vergessen. So, wollen ja nicht viel zu lange Folgen haben. Na, ich denke mal eine Viertelstunde circa sind wir dran. Okay, Adler. Au, okay, die machen Schaden. Au, die machen richtig viel Schaden. Ich glaube, wir sollten uns lieber mal heilen. Das sieht hier gerade nicht besonders gut aus für uns. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ist er tot? Sehr gut. Jetzt aber schnell wieder heilen. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen grinden. Eieiei. Haha. Energie sehr knapp. Okay, 5 von denen und ich hab Level ab. Wenn man 5 überlebt, heißt das. Eieieiei. Was haben wir hier? Oh, Speicherpunkt. Können wir mal nutzen. Nicht gut. Gar nicht gut.
Okay, die andere Tür war leider zu. Das könnte schief gehen, das könnte schief. Oh, das geht schief. Mist. Vernichtende Niederlage. Oh, dieser Adler, ey. Gut, dass ich gerade mal gespeichert habe. Okay, diese Adler sollten wir erstmal umgehen. Die machen nämlich kurzen Prozess mit uns. Oh, eine neue Waffe. Genau die Waffe, die ich eben gekauft habe. Mist. Okay, das ist alles hier ganz schön groß und weitläufig. Ah, sind wieder so Adler. Ich heile mich mal sicherheitshalber. Genau deswegen. Ach, das bringt nichts. Ich muss auf jeden Fall raus, erstmal ein bisschen grinden und Geld und neue Ausrüstung kaufen. Kann man vergessen, ich muss hier raus erstmal. Ich muss erstmal ein bisschen grinden. Gegner sind viel zu stark hier. Also die Adler, die machen kurzen Prozess mit mir. Ist das übel. Eieieiei. Ja, selbst die normalen Gegner hier machen mir so einen Schaden. Ja, so ein kleiner Nachteil an so RPGs. Wenn die Gegner zu stark sind, da hilft nur Grinden. Und ja, ich weiß, das ist nicht sonderlich spannend, aber es gehört da dazu. Wie gesagt, wenn das Grinden zu lange dauert, werde ich dann auch einfach mal offline ein bisschen grinden, ein paar Level machen. Und dann quasi wieder aufnehmen, wenn ich dann soweit bin. Aber ich denke mal, so mindestens 2 Level oder so muss ich noch machen und vor allem Geld verdienen hier. Mal mit dem jetzigen Stand, das kann man vergessen leider. Ihr seht ja selber, wie schnell man hier niedergemacht wird. Okay, also Gift hält auch über Zeit. Puh, das wird jetzt ganz schön happig schon. Also dafür, dass wir gerade erst angefangen haben, ordentlich zugelegt, der Schwierigkeitsgrad. Also für den Anfang auf jeden Fall. 10 Goldsmünzen kannst du übernachten. Dann würde ich sagen, übernachten wir mal eben hier. Mal voll heilen. Willst du etwas über die Kapselmonster erfahren? Kapselmonster? Ja. Die Kapselmonster sind freundliche Wesen, die dir im Kampf helfen. 7 Kapselmonster kannst du während deiner Reise finden. Hier in den Wäldern soll sich das Kapselmonster Fumi befinden. Das Kapselmonster ist nicht einfach zu finden.
Der Wunderwald Fumis Heimat befindet sich im Norden, zwischen Lunaria und Tarika. Okay. Klingt interessant. Okay, ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Kampfmesser. Weil das eine Fähigkeit hat. Okay, wir brauchen 250 da für die bessere Rüstung. Oh. Testen wir doch mal. Donnerschlag. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ZP zu benutzen scheint sich auf jeden Fall schon mal auszuzahlen. Na, wir brauchen anscheinend relativ viel ZP. ZP. Gucken hier mal rein. Tempel nach Lunaria. Wegen der Erdbeben können wir die Brücke nicht reparieren. Okay, also wir müssen erstmal was gegen die Erdbeben tun. Also wir müssen den einen Dungeon erstmal schaffen, damit wir da weiter können. Was leider bedeutet, wir müssen mindestens zwei Level grinden. Okay, wir können auf jeden Fall bald erstmal die Rüstung kaufen, was dann auch schon mal einiges wert ist. Na, auf jeden Fall müssen wir uns erstmal so ein bisschen ausstatten. Ach Mist, kostet 250. 240. Okay, also ich denke mal, wenn die Folge zu Ende ist, werde ich dann den Rest offline grinden, also offscreen, und dann wieder das Let's Play weiter aufnehmen, sobald ich dann, ich sag mal, Level 8 oder Level 9 habe. Weil ich denke mal, es ist auch ein bisschen langweilig für euch beim Zuschauen, wenn ihr dann die ganze Zeit immer und immer wieder nur dieselben Gegner seht im Kampf. Aber es bleibt halt nicht aus, dass man da ein bisschen grindet, und ich werde jetzt hier die Gegner halt in der Höhle am Anfang immer killen, weil die halt anscheinend am besten XP geben zurzeit. Geben auch am besten aufs Maul. Okay, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die ZP gut einsetze hier in den Dungeon. Sprit.
Das wäre eventuell eine bessere Verteidigung. Okay, kann man nicht nutzen. Also schreit alles nach einem zweiten Charakter. Die könnten wir auch gut gebrauchen, auch wenn wir Dämonenjäger sind. Wir kriegen ja momentan ganz schön den Hintern versohlt. Aber die Gegner sind hier ziemlich böse. Ein Level haben wir gleich schon. Ich werde mich nicht mit den komischen Geier da anlegen, die sind böse. Quark, Quark. Hä? Wartet ab. So lange gewartet, Froschi. Sehr schön. Also ich lasse euch jetzt quasi mal für das bisschen hier drin noch für eine Folge und dann seht ihr, wie ich das jetzt die ganze Zeit dann vorhab zu machen. Also es wird nicht viel anderes passieren, außer dies hin und her rennen erstmal, bis ich dann die Level zusammen habe. Ich werde dann zwischendurch dann auch offscreen dann auch testen, ob ich da eine Chance gegen die Adler habe. Und wenn ich merke, okay, ich kann die jetzt gut killen, ohne dass ich dabei keine Ahnung wie viel Versuche brauche und Dauersterben und so, dann passt das für mich dann erstmal. Ich denke mal, ich werde das auch weiterhin dann so handhaben in dem gesamten Let's Play, dass ich dann so Grinding Parts dann zwischendurch mal habe, wo ich dann einfach ein bisschen leveln gehe und dann euch wieder reinnehme ins Spiel. Andernfalls wird das mit Sicherheit dann zu viel werden. Das Spiel selber ist ja auch enorm umfangreich und da werdet ihr so oder so genug Freude dran haben. Leveltechnisch wird das langsam schon besser, geldtechnisch auch. Autsch. Na, Hauptproblem sind halt wirklich die Adler, die so einen enormen Schaden reindrücken. Oh, der Donnerschlag ist schon ziemlich geil, also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Also die Froschis machen auch ganz gut Schaden. So ein 10er Hit. Würde ich sagen, gehen wir noch in die Stadt zurück und erledigen noch die zwei Einkäufe, dass wir uns mal voll ausstatten und dann würde ich sagen, speichere ich noch mal und dann machen wir es vorerst Ende für heute. Wir sind ja schon wieder ziemlich ramponiert. Ja, Deutsch macht dann doch schon viel aus, aber ich will erstmal ein bisschen bessere Verteidigung haben. Kann auch sein, dass ich dann nachher dann noch hier die bessere Waffe kaufe dann. Allerdings werde ich das, wenn dann auch wieder onscreen machen, dass ihr dann, dass das dann auch mit im Let's Play drin ist.
Ja, dann haben wir ja zumindest wieder ein bisschen Progress gemacht, auch wenn es jetzt so storytechnisch nicht viel war. An sich haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. So lange ist die Folge jetzt noch nicht. Gucken wir mal, wie es jetzt mit der besseren Ausrüstung läuft. Ob wir immer noch so auf die Backen kriegen oder ob das sich jetzt ein bisschen normalisiert hat vom Schaden her. Okay, also die komischen Mistfliegen kriegen wir schon mal one-hit, das ist gut. Kriegen immer noch ganz gut Schaden. Die Motte trifft uns nicht, das ist aber auch so ein Gegner aus der Anfangshöhle noch. Die kann uns nämlich nichts. Also die können wir immer leben lassen für den Anfang. Die droppen die ganze Zeit Waschbretter. Okay. Das ist vielleicht auch noch eine nette Einnahmequelle nebenher. Drei Schaden. Ah, es wird langsam. Ich denke mal, Level 8 oder Level 9 sollten ja ausreichen, damit man nicht ganz so aufgeschmissen ist. Die Spinne muss zuerst weg, wegen Gift. Aber war schon ganz gut, dass wir zuerst den Zauber gekauft haben, um uns zu heilen. Weil wir müssen hier so viel an Heilzeug verbrauchen. Also würde ich auch jedem empfehlen, das zuerst holen. Und dann würde ich sagen, wenn die Ausrüstung optimiert ist, sollte man dann Richtung Gegengift gehen und dann nach und nach die Zauber dann kaufen. Ist zwar zugegebenermaßen alles ein bisschen zeitaufwendig, aber ich denke mal, das ist die beste Methode, hier lebend rauszukommen. Okay, ich werde mich jetzt einmal voll heilen und dann werde ich mal mit der neuen Ausrüstung mal einen Versuch wagen gegen die Viecher. Aber mit Donnerschlag. Okay. Machen halt immer noch ziemlich böse Schaden, aber gut. Also wir können sie relativ gut killen, wenn wir darauf achten, dass wir sie one-hitten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Okay, das war der falsche Gegner. Das ist gut, das ist sehr gut. Ah, okay, das macht die Sache natürlich leichter, wenn wir die ganze Zeit den Ursprungszauber einsetzen können und uns da unten voll heilen. Ja, ich habe das Spiel schon so ewig lang nicht mehr gespielt. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal wieder richtig reinfinden. Und ich habe, wie gesagt, auch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich glaube, ich habe vielleicht eine Stunde oder zwei gespielt gehabt. Dann hatte ich lange Zeit irgendwas anderes gespielt und in der Zwischenzeit war dann die Batterie leer und ja, habe es danach auch nicht mehr gespielt gehabt. Aber das holen wir nach. Die ZP, die sparen wir uns, die nutzen wir für die dummen Geier.
Ich denke mal, das ist eine ganz gute Methode, um hier zu leveln fürs Erste. Das heißt, im nächsten Part werdet ihr wahrscheinlich so oder so dann mehr Progress sehen. Weil ihr seht ja schon, die Chancen sind schon deutlich gestiegen. Okay, jetzt haben wir nur einen einzelnen Adler. Autsch. Der verdammt robust ist. Das war wieder der falsche Gegner. Aber schön, dass man hier so eine Heilstation hat. Ach, Überraschungsangriff, da habe ich ein bisschen blöd gestanden. Na gut, ich denke mal, so Fails wie heute gehören im Light Let's Play einfach rein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will sowas auch nicht rausschneiden. Warum auch? Sehr schön. Perfekto. Warum auch immer plötzlich die anderen nicht mehr gingen? Okay. Das war ein bisschen viel hier. Schauen wir noch mal rein, was hier ist. Eine Treppe. U2, das sieht mir nicht nach optional aus. Keine Sorgenspunkte gerade. Na gut, das haben wir heute mal so ein bisschen Grinder als Grinding Part. Ich würde sagen, machen wir nächsten Part dann weiter mit Story. Der ist hinüber. Würde ich sagen, fangen wir nächstes Mal im linken Raum an. Und schauen wir mal, was da dann für uns zu holen ist. Da ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, das haben wir ja gesehen, und ein Adler, der uns das Leben schwer gemacht hatte. Ja, jetzt haben wir schon 728 Goldmünzen. Das hat sich doch schon mal richtig rentiert. Das war 718, wir gehen jetzt nicht wieder voll heilen. Weil dann kaufen wir noch mal kurz ein und dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend und beim nächsten Mal weiter.
Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich das nicht direkt ausgerüstet habe. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man die Sachen direkt ausrüsten, verkauft derjenige das dann, was gerade equipped ist. Und ich möchte erstmal testen, ob das neue Schwert besser ist. Andernfalls behalten wir natürlich das Schwert mit dem Skill. Allerdings die Tees sind an sich nicht schlecht, aber ich denke mal, wir haben erstmal mehr davon, wenn wir uns ein paar Zauber noch kaufen. So. Okay, Tropfen könnte er sogar kaufen, den Angriffszauber. Ist natürlich nicht schlecht. Aber gut, das können wir ja dann sowieso machen, wenn wir dann den Dungeon gemacht haben. Guti, dann würde ich sagen wieder danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia.